Hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part von Super Mario Bros. Wonder. Heute geht es hier mit Daisy in den Magmatiefen weiter. Oh, aber zuvor müssen wir wieder einen Arbeiter bezahlen, dass er die Brücke reparieren kann. Juhu. Ich möchte zur anderen Seite, aber durch die Hitze des Magmas hier ist die Brücke zusammengebrochen. Eigentlich müsste sie verbrennen. Ja. Ich würde die Brücke ja reparieren, aber es ist so heiß. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Brücken repariert. Ja. Gönn dir ein kühles Getränk für 50 Münzen und dann mach die Brücke wieder heil. Toll, die Durststrecke hat ein Ende und ich kann mich endlich an die Reparatur machen. Sekunde, Kapau. Ja. Tja. Nicht schlecht. Jetzt ist die Brücke noch stabiler als zuvor, würde ich sagen. Gut, dann können wir hier auch weitergehen. Oh. Okay. Frage mich, ob man gegen Kamek auch nochmal kämpfen wird. So. Luftgaleere in den Magmatiefen. Schwierigkeit 3 Sterne. Los geht's. Ich bin gespannt. Die letzte Luftgaleere. Da hatten wir ja wieder diesen seltsamen Laufband-Boss. Mal sehen, ob wir den Typen heute wieder treffen. Ah ja, und hier kann man sich einfach runterhängen lassen. Gut. Scrolling. Ja. Oh, fliegende... wie heißen die Dinger? Fliegende Claptraps. Eieiei. Ah, oh, hier will ich so runter. Ja. Rauf, hier will ich auch rauf. What? Oh, der Schalter, der Schalter, der Schalter. Oder auch nicht? Und ich habe vom letzten Mal noch den Rettungssprung ausgerüstet. Ja. Ich denke, ich lasse den mal dran. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie man die Münze erreichen soll. Weil ich meine, hier die fliegenden Teile, die fliegen doch zu schnell weg, als dass ich über die da ranspringen kann, oder? Gut, hier die erste Münze haben wir schon, zum Glück. Ich glaube, ich habe gerade was gesehen. Was ist das für ein Block? Warum ist der hier an der Stelle? Das würde mir doch auch nichts bringen. Oder? Ich komme doch da gar nicht ran. Hä? Und hier sind überall diese zerstörbaren Bowser-Blöcke. Ich befürchte, ich habe die Wunderblume übersehen. Und ich glaube, ich weiß auch, wo
Da war oben in der Decke, da war so ein Loch am, relativ am Anfang. Ich denke, dass da die Wunderblume drin war. Nee, war sie nicht. Sie ist hier. Aber warum waren dann am Anfang diese Bowser-Blöcke? So, den Schalter nicht auslösen, sonst kommt man an die Münze nicht mal ran. Ja, wait. Das heißt, das war hier die dritte Münze. Was bringt mir das hier? Ah, das war knapp. Jetzt mal im Ernst, der Hebel zum Ziehen, der hat mir doch in der Situation gerade eben gar nichts gebracht. Das war ja eher hinderlich. Geh runter, meine Güte. Das war's, ja. Wie kommt man dann an diese 10er-Münze ran? Okay. Der Boss ist... Hier sehe ich ein, dass der nicht allzu einfach ist. Ja, wait. Ah, so. Aber dann werde ich doch trotzdem getroffen. What? Ja, okay, mit einem Gegentreffer, aber... Das wäre doch auch gar nicht so weit zurückgegangen. Hä? Seltsame Dinge. Aber, ich gebe zu, der Boss war... fordernder, also auf jeden Fall fordernder als der letzte. Und ich denke auch ein wenig fordernder als der erste Galeeren-Boss. Luftschiff-Boss. Gut, dann geht's weiter. Vorsicht, Magma! Und runter geht's in die Lava-Region. Ja. Aber ich sehe mich zuerst hier auf der Ebene noch ein bisschen weiter um. Genau, denn hier gibt es noch mindestens 2 Level. Heißes Pflaster. Alles klar. Das Abzeichen ändere ich jetzt aber wieder, einfach um ein bisschen mehr Spannung reinzubringen. Und ich nehme wieder den Turbo mit. Weil mir der Turbo sehr gut gefällt. So, was? LOL! Das sind Popcorn-Goombas! Oder Popcorn-Gegner. Ist ja lustig. Ha! Ah, und hier braucht man Wasser. Warum ist das hier? Ist das einfach nur eine Designentscheidung oder ist ja was? Da oben sind Wolken, da kann man hin. Oh! Mit Wasser kann man die Felsen löschen. Dann werden die auch nicht mehr heiß. Und so komme ich zu den Wolken. Aber hier gibt es nur ein One-Up. Ach. Der Typ musste natürlich genau in den Wassertopf reinspringen. Hier hätte mir der Wassertopf weitergeholfen.
sind so trocken! Ja, okay. Und die Münze war jetzt kein Problem. Und hier ist nochmal Wasser und das bringen wir der armen Blume da oben. Ja. So. Wasser. Okay, da bekommen wir das Elefanten-Power-Up. Ja, warum nicht? Ah, kein Secret hier. Oh. Und mit dem Elefanten brauchen wir jetzt keine, Wassertöpfe mehr, weil wir das Wasser jetzt immer mit uns rumtragen können. Alles klar. Da geht's rein. Ja. Lol. Ich habe mir so gedacht, ja, gießen wir mal die Blume. Wir brauchen nicht so viel Wasser und dann ist da einfach ein Stern drin, der uns das Ganze nochmal erleichtert. Oh, wie cool. Ja, hier warte ich. Hier ist was. Oder sagen wir so, hier könnte was sein. Münzen. Münzen, einfach nur Münzen und einen Blick in die Zukunft. Oh lol, hier kriegt man noch einen Elefanten. Wait. Hier ist bestimmt noch ein Block drauf. Oder? Oder? Nee, aber von da rechts kommt man. Kommt man rüber. Oh. Und man braucht so ein Teil. Ja, das war blödes Timing. Und ich komme auch gar nicht so hoch. Kurz mal nachdenken. Wie will ich da hochkommen? Wie soll das gehen? Wasser. Kann ich Wasser hochwerfen? Ja. Leer. Da ist auch kein Wasser drin, aber hier will ich potenziell eher die Blume gießen. Insofern ich irgendwo nochmal Wasser bekomme. Komm. Ja, eine Münze. Wasser. Mit dem Wasser will ich die Blume gießen. Genau. Oh lol. Ah. Oh. Okay. I see. Und so kommt man auch hier hoch. Jetzt werden alle Blöcke gelöscht. Und die entzünden sich jetzt auch nicht mehr. Okay. Zwei Münzen. Hier ist eine. Und hier ist die zweite. Hm,
Da rechts kann ich vielleicht auch noch hoch. Ja. Okay. Jetzt ist die Frage, bleiben die Dinger gelöscht oder nicht? Ja! Sie bleiben ausgelöscht. Das macht vieles viel einfacher. Zuerst will ich aber hier unten noch die Ecke auschecken. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Komm zurück, komm zurück. Komm zurück, komm zurück. Bleib doch stehen, Junge. Okay, der spawnt wieder. Ja, einfach nur. Das war sowas von erfrischend. Ich glaube, jetzt schaffe ich es. Das sind hier sehr eng bemessene Sprünge. Ja, und hier gibt es nur eine Münze. Wie weit zurück will die, dass ich gehe? Lol. Interessant. Sehr, sehr interessant. Ah, das war nichts. Oh! Nicht nur Silhouettenlevel, auch Secret Exit. I see. Okay. Okay, gut, dann gehen wir hier direkt nochmal rein. Und beenden das Level auf normalem Wege. Heieiei, der Sprung war gefährlich. War da irgendwas Spezielles drin, was ich brauchen könnte? Nee, nur eine unnütze Münze. Okay. Apropos Münze. Ja genau, mir fehlt auch noch eine Münze. Mal überlegen. Wo könnte noch eine Münze sein? War ich hier drin? Nee, hier gab es Wasser. Hier war ich definitiv drin. Halbzeitflagge. Noch mehr Popcorn-Gegner. Wasser. In die Richtung. Nochmal Wasser. Nochmal in
Nee, kein Wasser? Hier oben war Wasser. Okay. Hier war die, Wunderblume. Das war dann die Münze. Und hier ist der normale Exit. Ja, okay. Wenn man darauf abzielt, die Level schnell durchzuspielen, dann kommen die einem gar nicht mal so lange vor. Aber weil ich natürlich alles finden will, bestmöglich im ersten Anlauf, sehe ich mich natürlich ein bisschen genauer um. Obwohl ich das eigentlich auch nicht müsste, weil die Secrets hier in dem Spiel oft gar nicht mal so schwierig sind. So, Magmatiefen Observatorium 3. Wir hatten ja beim letzten Mal, denke ich, schon Observatorium 4. Das ist jetzt eigentlich das dritte. Ich habe förmlich darauf gebrannt, den Palast im Alleingang zurückzuerobern. Aber dann ist mir zu heiß geworden. Ja, es ist sogar ziemlich gefährlich da draußen. Ich weiß nicht, wie du das aushältst. Da fällt mir ein, ich habe hier etwas Nützliches gefunden. Du solltest es an dich nehmen, Prinz Florian. Ich zähle auf dich. Okay. Noch ein geschenkter Wundersamen. Danke sehr. So, und dann gibt es hier links noch ein Level. Und es ist eine Verschnaufspause. Vorsicht, heiß. Ja, die können wir noch machen. Die können wir noch machen. Das Abzeichen lasse ich auch einfach mal drin. Weil, warum auch nicht? Und hier kriegt man das Elefanten-Item. Ja. Haben wir aber schon zur Genüge. Dementsprechend geht's jetzt hier rein. Kann ich nach oben Wasser machen? Nee, kann ich nicht. Aber hier zur Seite geht. Ja. Ja, geht. Ja, als ob ich die eine Münze da liegen lassen habe. Gönn dir Wasser. Elefanten-Item. Und das war's schon. Ja, okay. Ja, und hier oben eine Münze. Die Ecke hätten sie sich sparen können. Okay, hier oben zwei Münzen. Hätten sie sich eigentlich auch sparen können. Aber gut. Ist ein Secret und wir freuen uns ja über Secrets. So. Dann würde ich aber sagen, das war's mit diesem Part von Super Mario Bros. Wonder. Und beim nächsten Mal gehen wir hier noch eine Ebene runter. Und vielleicht schaffen wir es ja, die Welt bis zum Schloss fertig zu machen. Ja, vielen, vielen Dank fürs wieder mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.